auch noch lauter. Guck mal in deine Lok, ob die sauber ist noch. Ich hatte nämlich gerade vom Universalprozess-Kit Fehlermeldung ohne Ende. Network Lua, 91. Zeile. War los. Da ist irgendwas mit dem Laden schief gegangen, weil ich habe jetzt das Spiel nochmal beendet, nochmal neu geladen und ich habe immer noch, ja, jetzt geht's wieder los. 91. Zeile, ja. Geht schon wieder los. Oh ja, ich habe auch Lua Error. Error running Lua Level Dirt Flag. Ja, glaube ich, müssen wir wohl wieder auf 098 gehen, ne? Mach da Flying High, mal schauen. Und dann für Scheiße. Mit dem? Ich kann mir ja schon mal einen Ladewagen holen, oder, Nonja? Ladewagen. Oder wolltest du das pressen? Wir brauchen Heu, ich will Heuballen haben. Ja gut, wo steht denn die Presse? Wolltest du gerne pressen? Wo wird wohl die Presse stehen? Ach, ich glaube, die stand da hinten auch. Wie gesagt, jetzt werden wir erstmal sehen, ob der hier ein Flying High macht. Ja. Ich will so einen Hof abkippen. Hier wird mir wahrscheinlich auch die richtige Fülllänge nicht mehr angezeigt, oder? PK. Wir müssen die Prozesse neu von vorn laufen lassen. Was? Da kann man ja alles auf Null laufen lassen. Ach du Scheiße. Wie soll das gehen? Geht ja nur mit dem neuen Spiel statt. Mhm. Oh, was habt ihr gemacht? Weiß ich nicht. Erste 67%, das kann doch nicht sein. Das war ja vorhin schon so, der Hüppel reingeschüttet und wird nicht mehr. Eigentlich sollte voll sein. Dann schauen wir mal. Ich wollte auch gucken. Das Rasengemäht oder was? Ja. Das ist ein Mod, ja, ne? Ja, das ist die der Zitter von BM Modding vom Mod Contest. Damit sollst du nicht schneller. Meter 40. Haut das hin? Tommy? Guck nach. Ah, es haut nicht hin. Warte, ich guck nach schon. Tommy? Ja. 11 Meter. Ja. Ich setze jetzt auf 15, 13 einmal Kartoffeln an. Ich fange mal da mit Kartoffeln an. Gut. Hast du es gehört? 11 Meter. Ich hab's gehört, ja. Fußball ist anwendend. So, wollen wir mal gucken, ob er bei 14, jetzt die Flügel in Luft? Ob er bei 14 km/h ein Flying High macht.
geil das mit der Textur aussieht, muss man ja mal lassen. Okay, das läuft hier nicht über OPK, das kann ja nicht tief gehen, ne? Naja! Sauber am Rand macht er das ja nicht, ne? Auf 12 runter. Warum wollte ich denn die Presse holen? Das muss ja erstmal gewendet werden. Geschwadert. Ach ja, geschwadert. Brauchen wir noch einen Schwader. Brauchst du einen, hole ich. Ja, ein bisschen Kleingeld überweisen. Welchen nehmen wir denn? Welchen nehmen wir denn? Welchen Schwader nehmen wir denn? Pöttinger 50 oder den Kuh? Ja, nehmen wir den Pöttinger. Romy, hast du gesehen? Jo, ich bin schon auf dem Weg. Hab ich? Romy, hast du gesehen? Ich habe den Chicago Bull gekauft und den Juliet Schlepper. Wir haben 9 mm auf dem Konto. Was? Warum ich auf den Feldern nur noch 50 FPS habe, ja, sonst egal wo das 60. An dem UW-Kammer, glaubst du? Fehler, die er schmeißt. Wir müssen wieder zurück auf 098 gehen. Ich merke es selber ja auch. Bei der Zwischenzeit werden die Fehlermeldungen immer mehr. Und dann bin ich wie das? Mit den kriegen. Wie das geht? Ja. Leute Klamotten kaufen, die dann nicht im Einsatz sind. Weltfressen oder die BGA nicht regelmäßig gefüttert wird. Wann muss man die BGA füttern? Läuft morgens um 7 bis 9, glaube ich, und abends. BGA läuft immer von 8 bis 9, abends von 20 bis 21 Uhr. Oder so, ja. Also immer von 8 bis 9, abends genau. Auch. Täglich, ja. Das ist, wenn der Füllbunker voll ist, das ist mit einer Ladung vom LKW, geht sich das aus am Tag oder muss man das zweimal reinschmeißen? Der Füllbunker fasst bei der Porta maximal 20 Kubik. Aber an der anderen 120, oder? Genau. Aber der Raffnitz hat, glaube ich, die große, die 3er BGA, die hat 3x20. Und 3x120. Genau, ja. Die ist ja voll. Und die läuft auf 85%. Ja, die haben wir Anhänger rein. Stimmt, die haben wir aufs Maximum geholt. Ja, aber die hatten nur 80%, ne? Die schalte ich jetzt hoch. Weil das bringt dann die Kohle. Ja, vor allem, ich bringe nur einen Anhänger mit 60 rein. Dann nimmt er was nicht mehr. Aus dem Anhänger, aber aus dem Radlader nimmt er. Ah, okay. Also, dann müssen wir den Radlader da auch hochfahren oder einen Traktor mit Schaufeln, ist egal. Da brauchen wir ja gut. Ja, dann fahren wir den Holland mit der Schaufel da hoch. Das ist wahrscheinlich mit dem Motor.
Wir gehen mal her und kippen 80.000, also wenn du unter 20.000 bist. LS15, danke für dein Follow. Dann schütten wir 80.000 mit dem Hänger rein. Der Rest mit der Schaufel nach. Okay. Ohne Zetter, wenn man mit ihm nicht zu schnell fährt. Läuft. Wir müssen, also, entweder hauen wir jetzt den 098er wieder rauf, weil das ist ja grausam. Ich weiß nicht, woran es liegen kann. Kann ich schon anfangen? Ja, ne? Sorry bitte, aber... Ja, das heißt ja im Prinzip, wir können den kleinen wieder verkaufen. Wem können wir verkaufen? Den Hilken. Klatsch schon mal den 098er wieder runter. Den kleinen blauen Anhänger oder was? Was ist unser größter Anhänger? Das heißt vom Fassungsvermögen. Manuel, wir haben ein Problem mit dem UPK. Okay. Merkst du das nicht? Pumpe müsst nicht. Ja, Universalprozess geht 0,8. Hier ist die Silage nicht fest. Wieder. Abend tun wir schon mal. Oh, mal schnell Setzen anmelden. Höhle, die wir zu viel haben können. So, mal stoppen. Speicher jetzt. Stoppe den Server jetzt. Das Büßen für die wir müssen auf jeden Fall kaufen die A&E-Anhänger, nicht? So, Server läuft wieder. Ja, das ist einer der wenigen, der was 78.000 Liter einbringt. BGA. Wir können momentan nichts kaufen, außer Tobi. Ich? Ich hab kein Geld mehr, ich hab den Kartoffelernter gekauft. Ja, ich war nur gehört, um das geht's ja gar nicht. Das heißt, wann dann brauchen wir ein A und E, nicht? Wie können wir auch die Bombekipper nehmen? Wem? 2000 weniger als ja, der A. Der Krampi hat 75 und der hat 78, das sind 3000, da ist schon wurscht, glaube ich. Warte mal.